Wie geht Nazi frei? So lautete nur eine von vielen Fragen, die Ende Juni beim Dorf der Jugend auf dem Gelände der alten Spitzenfabrik in Workshops zur Diskussion standen. Anlass dafür war das TAZ Mainland Sommerfestival, welches dieses Jahr erstmals in Grimma ausgetragen wurde. Dabei war der Ort nicht ohne Grund gewählt. Denn 2016 war Tobias Bodukat TAZ Panther-Preisträger für sein Projekt Dorf der Jugend. Jan Feddersen von der TAZ eröffnete das Sommerfestival für eine offene Gesellschaft und führte auch aus, warum die Wahl auf Grimma gefallen ist. Leser und Leserinnen laden uns ein, sich der Probleme anzunehmen, publizistisch. Und normalerweise sitzen wir ja im sicheren, cineastischen Kreuzberg und machen da so unseren gewöhnlichen Scheiß, um es mal so zu formulieren. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir machen unser erstes TAZ-Sommerfest in Grimma. Grimma ist eine tolle Stadt, das haben wir jetzt kennengelernt und erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Auch für das Dorf der Jugend war schnell klar, hier sind wir gern dabei. Weil also TAZ halt schon für uns eine bekannte Zeitschrift ist und wir da recht stolz waren, dass wir da die Anfrage bekommen haben und uns gefreut haben, halt so ein großes Fest dann auch hier ausrichten zu dürfen. Dabei wollten alle gemeinsam vor Ort ihren Beitrag leisten und sorgten für die kulinarische Versorgung mit Getränken und veganem Essen im Containercafé direkt am Radweg, als auch auf dem Areal des Fußballfeldes. Zudem wurde bei der Vorbereitung zu den Workshops unterstützt und es sind am Abend dann auch Grimma-Bands auf der Bühne mit am Start. Das zeigt, wie stark dieses Thema hier gelebt wird. Das lobte auch Landrat Henry Greichen, der weitere Beispiele aufzeigte. So gibt es im Landkreis 8 Schulen mit dem Titel Schulen ohne Rassismus, Schulen mit Courage. Er glaubt, dass die Thematik auch damit zu tun hat. Wie wird Wissen, wie wird Bildung vermittelt? Und das auch ein Stück weit über das hinausgeht, wo der Lehrplan, wo der Stundenplan in unseren Schulen endet. Und wenn Schüler bereit sind, sich mit solchen Themen zu auseinandersetzen, was Rassismus bedeutet, was Ausgrenzung bedeutet, was aber auch so aktive Auseinandersetzung mit Demokratiebildung zu tun hat und das von den Schülern kommt und sagen, das müssen wir in unserer Schule thematisieren, dann ist das eine sehr gute und aus meiner Sicht stolze Entwicklung. Zudem wurden mit der lokalen Partnerschaft für Demokratie in den letzten 10 Jahren viele kleine Initiativen im Landkreis auf den Weg gebracht. Oberbürgermeister Matthias Berger nutzte die Gelegenheit, mal zurückzublicken auf das ehemalige Jugendparlament der Stadt Grimma. Überlegungen, dieses wiederzubeleben, hat er jedoch verworfen. Und da sind wir der Meinung gewesen, eigentlich viel wichtiger ist, dass die Jugend echt vor Ort arbeiten kann, etwas tun kann. Und da lief eigentlich dieses Projekt mehr oder weniger dann so ein bisschen über den Weg. Und das war, die Idee war erstens, dass hier das Ereignis entsteht, zweitens vor den Toren der Stadt, da gibt es dann keine Diskussion, keine bösen Nachbarn. Und ich denke, das muss sich langsam entwickeln, die Jugend muss hier bei Laune gehalten werden. Und dann hat das wirklich eine Chance. Und ganz positiv ist natürlich auch, dass es eben Gelegenheit war, auch das Thema Immigration haben wir hier auch ein bisschen mit angesiedelt. Insofern ist das eine ganz tolle Geschichte. So geht das Dorf der Jugend hier mit gutem Beispiel voran und lädt alle herzlich ein, mal vorbeizuschauen und sich auf dem Areal mal einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Also wir leben hier eine antirassistische Kultur und orientieren uns an humanistischen Werten. Und das ist eigentlich uns sehr wichtig, hier gerade in Sachsen zu leben. Und ich denke, gerade weil auch hier immer über den Fahrradweg viele Leute vorbeikommen, ist das immer eine gute Sache, da auch Gästen, die vielleicht sonst nicht damit so viel zu tun hatten, das näher zu bringen. Und zum anderen, Tobias hat es vorhin schon angesprochen, wollen wir natürlich auch zeigen, dass Jugendliche nicht nur am Nikolaiplatz rumhängen und Schaden verursachen, sondern dass wir auch selbst was aufbauen können, dass wir ja hier unsere eigenen Sachen bauen und auch was auf die Beine stellen können, wenn man uns lässt. So appellierte auch Bodukat an die Grimma. Traut den Jugendlichen was zu und sagt auch mal Danke. Denn nur gemeinsam ist dieses Projekt und sind Veranstaltungen wie diese möglich. Geplant ist auch schon länger eine Fahrradwerkstatt, doch dies verzögert sich leider noch etwas. Die Räumlichkeiten dürfen leider immer noch nicht betreten werden. Das ist noch ein bisschen schwierig, aber der Bauantrag ist jetzt auf dem Weg und wir hoffen, dass es dann
auch von der Bauamtsseite recht schnell geht. Selbiges gilt für die künftigen Veranstaltungsräume. Doch die Sicherheit steht hier an oberster Stelle und die muss gewährleistet sein. Zum Abschluss sprachen wir dann noch etwas Unschönes an, denn jüngst gab es Vandalismus auf dem Gelände. Wir hatten vor kurzer Zeit hier einen Angriff, wo jemand mit Beton unseren Briefkasten und unsere Blumenkübel und Schilder demoliert hat. Also es ist natürlich sehr traurig, dass es hier Leute gibt, die unsere Arbeit nicht wertschätzen und uns dann halt so, also uns das auch vielleicht nicht ins Gesicht sagen können. Wir gehen gerne mit Kritik um und reden auch gerne mit Menschen. Aber das ist halt sehr traurig, dass dann solche Wege gefunden werden, um uns halt anzugreifen und Dinge, die halt in mühseliger Handarbeit halt aufgebaut wurden, dann einfach kaputt zu machen. Ja, das ist wirklich traurig.